Der Premierenauftritt des österreichischen U21-Nationalteams bei der EM in Italien steht kurz bevor. Und der ÖFB überlässt in der Vorbereitung auf das Großevent nichts dem Zufall. Mit Harald Lechner konnte Österreichs Top-Schiedsrichter engagiert werden, um den Youngsters die letzten Einblicke in die Welt der Unparteiischen zu verschaffen. Ja, es ist für uns natürlich ein Teil der Vorbereitung für die Spieler, auch für den Betreuerstaff, für dieses Turnier. Es war naheliegend, dass man auch den besten österreichischen Schiedsrichter zu Wort kommen lässt, der über Regelkunde ihnen ein paar Dinge näher bringt, der auch über seine Erfahrungen spricht, weil er vor 2 Jahren selber bei einer Unter-21-Europameisterschaft gepfiffen hat. Und ich denke, dass das für alle Beteiligten sehr großen Sinn gemacht hat. Ja, der Grund ist, dass natürlich Fußball nach einem Regelwerk gespielt wird und der Trainerstab und der gesamte ÖFB das als sehr wichtig erachtet, dass auch die Spieler vor so einem wichtigen Turnier nochmal ein Regelupdate bekommen. Großes Thema war dabei natürlich der Videoschiedsrichter, der erstmals bei einer U21-EM zum Einsatz kommen wird. Nachdem der VAR für einige der ÖFB-U21-Teamspieler Neuland ist, war der Anwendungsbereich des Videoassistenten für die Youngsters besonders spannend. Ja, es gibt grundsätzlich 4 Gründe, wann ein Videoschiedsrichter eingreift. Also grundsätzlich wird jedes Tor begutachtet, auch die Entstehung des Tors, sprich wenn im Angriff ein Handspiel bereits, sage ich mal, 30 Meter vor dem Tor passiert ist. Es geht um Strafraumsituationen, diese werden angesehen. Es geht um rote Karten, ich möchte aber betonen, nicht um gelbe-rote Karten, sondern nur um reine rote Karten. Und der vierte Fall ist, wenn einem falschen Spieler die Karte gezeigt wird. Einerseits kann der Schiedsrichter nur dem sogenannten Videoschiedsrichter zuhören und seine Meinung übernehmen. Und es gibt dann die andere Möglichkeit, dass er auf den Spielfeldrand geht und sich die Situation selbst ansieht und ein Urteil trifft. Das kann natürlich sein, er ändert seine Meinung oder er bleibt dabei. Mit zahlreichen Anekdoten aus seiner Schiedsrichterkarriere und wertvollen Informationen zum Regelwerk sorgte Lechner für eine kurzweilige Abwechslung beim Lehrgang in Bad Tatzmannsdorf. Einig waren sich alle Beteiligten beim Thema Verhalten gegenüber den Unparteiischen. Ich verlange nichts anderes, als was ich von jedem Kollegen im Büro auch erwarte, nämlich, dass wir alle miteinander respektvoll umgehen miteinander. Das ist natürlich in einer Stresssituation, in einer Drucksituation manchmal nicht so einfach. Trotzdem habe ich schon auch meine Erfahrungen als Spieler und als Trainer gemacht, dass wenn man korrekt miteinander umgeht, dass es wesentlich einfacher für alle Beteiligten ist. Es geht natürlich auch um den Umgang. Spieler wollen mit Respekt behandelt werden, natürlich auch Schiedsrichter. Schiedsrichter geben ihr Bestes genauso wie die Spieler und ich glaube vor allem im Umgang mit dem Schiedsrichter kann man sehr viel lernen und sollte man stets Respekt zeigen. Ich denke, dass man, wie gesagt, mit dem Schiedsrichter eine gute Beziehung haben sollte am Spielfeld und auch außerhalb des Spielfeldes. Und ja, dann liegt es eigentlich in deiner Hand, was du machst, ob du gescheit bist am Spielfeld oder nicht. Für die ÖFB U21-Nationalspieler war der Vortrag ebenfalls ein willkommener Mehrwert, bei dem die aufstrebenden Stars auch einiges mitnehmen konnten. Wir haben jetzt gelernt, dass es auch auf Kleinigkeiten ankommt und dazu gehört auch der Schiedsrichter dazu und wir jetzt neu bei der Europameisterschaft der Videoschiedsrichter. Und ich glaube, wir konnten jetzt viele Informationen sammeln, die uns helfen werden. Wir wissen, dass jetzt bei der U21 eben der Videoschiedsrichter ein Thema sein wird, dass er in Einsatz kommt. Und er hat uns halt viel aufgeklärt über Regeln, die wir beachten sollten, beachten müssen. Und ich denke, dass das sehr informativ für die ganze Mannschaft war und wir das sehr gut aufnehmen werden und bei der EM dann gut umsetzen werden. Nun ist Österreichs U21-Nationalteam auch im Hinblick auf den Umgang mit den Schiedsrichtern und des VAR bestens für die EM gerüstet. Das erste Gruppenspiel der ÖFB-Auswahl steigt am 17. Juni gegen Serbien.